Servus, grüß euch, der Dominik von der Skischule Glungitzer ist da und nach einer langen Corona-bedingten Pause und dem Abbruch der Wintersaison melde ich mich jetzt mal wieder zurück, um euch die Pläne für den Sommer vorzustellen, aber vor allem auch, um den Winter ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ein kurzer Rückblick über die Skisaison. Meine Skisaison hat mit einer Neuerung begonnen. Ich war nicht mehr auf Nordica unterwegs, habe die Skimarke gewechselt, bin zu Rossignol, zu einer französischen Marke gegangen. Hat nichts damit zu tun, dass ich nie zufrieden war oder dass ich nicht mehr zufrieden war mit Nordica. Die Zusammenarbeit bzw. die Produkte von Nordica und die Ski, die sind sensationell, sind nach wie vor sensationell. Hat einfach was mit dem Business zu tun gehabt, vor allem mit dem Skiverleih. Dass man da einfach ein bisschen bessere Konditionen und so weiter, also man muss auch manchmal aufs Geldbörsel ein bisschen schauen. Da hat es einfach ein bisschen besser funktioniert, beziehungsweise es war das Gesamtpaket ein bisschen einfacher und besser für mich. Und deswegen hat man die Skimarke da auch gewechselt und auch persönlich ich die Skimarke gewechselt. Meine Saison hat im September mit euch schon begonnen. Wir sind schon mit Coachings auf dem Stubaier Gletscher gefahren, haben das durchgezogen im Oktober, obwohl die Bedingungen dort richtig beschissen waren. Wenig Schnee, wenig offen, extrem lange Wartezeiten und so weiter, kann man sich heutzutage in Corona-Zeiten ja gar nicht mehr vorstellen. Aber zum Glück hat Ende November noch und haben andere Skigebiete aufgemacht, plus der Glungitzer noch und aufgemacht, dank der Beschneiung, die wir im Sommer bekommen haben, die die Glungitzerbahn gebaut hat. Ohne diese Beschneiung wäre der letzte Winter nicht der letzte Winter gewesen, weil dann hätten wir wahrscheinlich von den 100 Skitagen, die wir da oben am Glungitzer gehabt haben, wahrscheinlich keine 30 offen gehabt, weil einfach zu wenig Schnee gewesen ist. Also da hätten wir auch schon die Zusammenfassung vom Winter. Es war am Anfang extrem gut, dann richtig schlecht und am Ende wäre es dann wieder super geil gewesen, aber dann war leider Corona, was uns da dazwischen gekommen ist. Der Winter mit euch war super genial. Videos waren okay, waren für mich persönlich viel zu wenig, aber ich bin einfach nicht dazugekommen, beziehungsweise wir haben einfach keine Zeit gehabt, mehr Videos abzudrehen. Es wäre jetzt eigentlich der Plan gewesen, im April und Mai alles vorzuproduzieren, was wir nächstes Jahr schon machen wollen. Ist jetzt leider in dem Fall auch ein bisschen flach gefallen, weil einfach nicht mehr möglich war, dass wir Skifahren gegangen sind. Wir werden aber versuchen, sobald es wieder funktioniert und sobald es wieder geht, euch online natürlich dann auch wöchentlich mit den Infos zu versorgen, ab September vorzuproduzieren und so weiter und so fort, wirklich geilen Content zu machen. Es muss viel professioneller werden, beziehungsweise mein Anspruch ist auch da noch professioneller zu werden, euch die noch bessere Aufnahmen präsentieren zu können, euch noch mehr Informationen online zukommen zu lassen und euch damit natürlich auch ein bisschen zu inspirieren, dass ihr zu uns am Glungitzer kommt, beziehungsweise zu mir zum Coaching kommt. Das so viel zum Winter. Es war dann der 15. März. Es wäre sensationell gegangen in allen Skigebieten. Es wären super geile 3 Wochen noch gewesen. Das ist nicht einfach. Es war auch für uns nicht einfach, einfach von einem Tag auf den anderen zusperren zu müssen, ohne großartig zu wissen, okay, wann, wie, wo, funktioniert es wieder, funktioniert es nächsten Winter nochmal. Wir haben ja auch einen Sommerbetrieb in Wien. Funktioniert der? Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht, bis zum heutigen Datum wissen wir das nicht ganz genau. Also die Ungewissheit, die hat uns jetzt alle betroffen, also ich glaube 100% der Bevölkerung. Aber trotzdem muss man sagen, wir sind endeffektmäßig mit der Wintersaison sehr zufrieden gewesen, vor allem weil ihr so zahlreich bei uns erschienen seid und das freut mich ungemein. Ich kann mich an jeden Einzelnen noch erinnern, beziehungsweise ich denke an jeden Einzelnen sehr, sehr gerne zurück. Und freue mich auch schon wieder, wenn wir nächstes Jahr zusammen Skifahren gehen. Und ich freue mich natürlich auch, euch nächstes Jahr mit extrem coolen Skivideos und extrem coolen Tutorials wieder versorgen zu können. Aber es kommt der Sommer dazwischen und auch im Sommer möchte ich euch jetzt nicht hängen lassen, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Und der Sommer steht unter dem Motto Skier Summer. Was macht ein Skifahrer im Sommer? Wie bereite ich mich auf die neue Wintersaison vor? Mache ich gar nichts, spiele ein bisschen Tennis, gehe ein bisschen schwimmen? Nein. Ich möchte euch mit einer Vlogserie bespaßen bzw. auch ein bisschen unterhalten, möchte euch die Berge in Tirol ein bisschen näher bringen, coole Sonnenaufgänge filmen, einfach meine zweite Profession ein bisschen in den Kanal mit reinbringen und euch einfach auch zeigen, okay, Tirol ist auch im Sommer mega cool und wirklich schön und auch vor allem die Region Hallwartens ist super geil, wo es einen Glungitzer gibt
Und da gibt es unzählige Mountainbike-Touren, unzählige Wandertouren und was Neues. Patrick hat mit Nagel Berti, der übrigens mit mir einen staatlichen Skilehrer gemacht hat und die Skischule im Sudelfeld hat und zwei Bikeshops hat, mit Giant einen sehr guten Deal eingefädelt. Und da geht es ums Rennradfahren. Und ich war jahrelang ein Gegner von Rennradfahren. Ich habe mich immer gewehrt und mir gedacht, na, geht gar nicht. Ich kann nicht Rennrad fahren, will nicht Rennrad fahren, ist mir viel zu anstrengend, will ich nicht, taugt mir nicht. Aber letztes Jahr richtig Mountainbiken angefangen wieder und ich glaube, die Rennradzeit hat begonnen. Ja, wenn man ein bisschen älter wird, wird man auch manchmal gescheiter und dann fängt man wieder Rennrad fahren. Also, eine Seite wird A Skier's Summer sein, die in der Vlog-Serie verankert wird sein wird. Die andere Serie ist, die möchte ich an mir selber ein bisschen experimentieren, beziehungsweise möchte ich an mir selber ein bisschen rausfinden. Es gibt ja unzählige Leute, die jetzt auf einmal in der Corona-Krise Fitness-Coaches geworden sind und da Online-Fitness-Sachen anbieten und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt einen richtig geilen rausgesucht, den Chris Harrier. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, kann ich nach Chris Harrier fit werden? Kann ich über einen YouTube-Kanal, wenn ich die Sachen mache, so wie sie gesagt sein und die Trainings so gestalte mit den Übungen und so weiter und so fort, die auf YouTube angeboten werden, kann ich da selber wirklich was rausnehmen? Ist für mich ein bisschen eine Selbstreflexion bzw. ein Selbstversuch, weil ich natürlich auch wissen will, funktioniert das bei anderen? Funktioniert es beim Chris Harrier? Wenn es ich versuche als Laie, kann ich natürlich auch ein bisschen Rückschlüsse ziehen, ob das euch wirklich hilft, wenn ich die Tutorials so mache, wie ich sie mache im Winter. Und vielleicht macht es da mit mir. Ich nehme euch bei diesen Trainings natürlich auch mit und möchte euch da auch den Fortschritt natürlich zeigen. Ich habe schon ein bisschen reingeschnuppert und muss sagen, der Typ weiß, was er macht, ist er selber ein extrem geiler Athlet. Unglaubliche Maschine, dass das natürlich nicht von heute auf morgen so funktionieren kann, beziehungsweise dass das nicht von heute auf morgen so einen Körperbau zusammenkriegst, das ist auch ganz klar, aber man möchte sich auch schön langsam annähern. Also, ich glaube, der Sommer ist gut gefüllt und das ein oder andere Mal wird sicher auch ein kleines Fotothema geben. Ich möchte euch natürlich auch meine Leidenschaft und meine Profession in zweiter Instanz da ein bisschen näher bringen. Und euch einfach gut unterhalten im Sommer, damit die Community zusammenbleibt, damit ihr wirklich auch schon mit großer Vorfreude wieder auf den nächsten Winter schaut. Und bis zum ersten Vlog nächste Woche verabschiede ich mich einmal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen, weil sonst verpasst ihr wirklich coole Sachen und schöne Bilder. Und bis dahin, Dominik von der Skischule Glungitzer. Tschüss, ciao.